weitergeben in den Dezember und langsam, aber sicher melden sich eure Schneesportorte zurück. Die Weltcup-Skifahrer haben ihre Saison schon angefangen und bald machen das eure Biathleten. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum neuen WB-Stammtisch unserer Sportwelt. Und wir begrüßen heute zwei Biathletinnen. Eine steht im Moment ein bisschen mehr auf der Seite vom Himmel. Die andere muss ein bisschen mehr Seite von der Hölle erleben. Warum, dass die eine da und die eine da steht, das werden wir in den nächsten Minuten zusammen ergründen. Ich begrüße zum einen die Ladina Meyer-Ruge, Biathletin aus Viesch. Und zum anderen Florina Volke, Biathletin ebenfalls mit Gummerwurzeln. Und die Ladina Meyer-Ruge ist diejenige, die ich vorgesagt habe, die im Moment eher auf der Seite, auf der schönen Seite steht vom Sport. Und darum, Florina Volke, fangen wir mit euch an. Ihr kämpft schon länger mit dem Virus. Dürft ihr mal sagen, genau, was ist das für ein Virus? Seit wann habt ihr den, wenn man das überhaupt sagen kann? Ja, das ist leider sehr schwierig zu sagen. Aber ja, von meinem Gefühl her ist es so, dass ja, in den letzten 10 Monaten hatte ich immer wieder so Auf und Abs im Training und ziemlich eine starke Verkältung. Darum habe ich zuerst ja, bin ich davon ausgegangen, dass es einfach die Verkältung ist, die mich ein bisschen zurückgeworfen hat und dass der Körper ein bisschen Ruhe braucht. Aber nachdem dass er auch nach ein bisschen Ruhe noch nicht erholt war, habe ich einen Priatest gemacht. Und da hat sich herausgestellt, dass der Epstein-Barr-Virus ist, also das pfeifferische Drüsenfieber. Aber das Problem ist, der ist ganz schwierig zu ja, genau definieren und zu genau sagen, in welchem Stadium das es ist. Und darum habe ich jetzt in einer Woche nur mal einen Bluttest und den weiss ich dann hoffentlich mehr. Beim pfeifferschen Drüsenfieber weiss man ja, der ist in der Länge undefinierbar. Das können 2 Monate sein, das kann bis ein Jahr gehen. Wie geht ihr um mit dem? Weil so eine Portion Ungewissheit ist ja gleich dabei. Ja, das ist so und das ist sicher nicht einfach. Vor allem, wenn es eben, es gibt so Tage, wo ich mich wirklich nicht gut fühle. Und das ist ziemlich hart, aber ich probiere die Zeit ja, gut zu nutzen, eben, um mit dem Gewehr zu arbeiten oder mental Sachen, dass ich ja, gleich dranbleibe, aber so, dass ich immer ja, auch im Kopf habe, dass es kann sein kann, dass es halt, eben, unter Umständen die ganze Saison keinen Wettkampf gibt. Aber ja, im Moment fühle ich mich auch wieder recht gut und ich bin sowieso sehr optimistisch und dann, ja, hoffe jetzt, dass es aufwärts geht in nächster Zeit. Optimismus hilft oder in solchen Tagen, ja, in solchen Phasen. Währenddem, dass Florina Volke also die Tasche noch nicht packen kann, um an einen Weltcup zu reisen oder an einen IBU-Wettkampf, darf das die Ladina Meyer-Ruge. Sie hat nachher eine gute Vorbereitung jetzt ein Aufgebot gekriegt für den Weltcup-Start. Die wird zuerst einmal auf eine Vorbereitung zurücklegen, auf die ganzen Wintermonate. Was sehr gut sind, die Testresultate sind sehr gut gewesen. Auch das Best-of von diesen Sommermonaten war welches? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass wir einen coolen Sommer hatten. Also wir waren ein super Team, wir hatten einen coolen Trainer, wir hatten viel schönes Wetter, wir hatten eine gute Stimmung im Team. Und bei mir war es so, dass ich am Anfang eigentlich eher so ein bisschen mal angefangen habe, relativ locker und dann wirklich so, wie man das eigentlich sich wünscht, immer mehr können steigern und steigern. Und das Best-of in dem Sinn sind eigentlich Leistungstests, die wir jedes Jahr machen, zu Macklingen. Und die sind bei mir ganz gut gewesen. Also ich habe richtig, ich bin da explodiert. Ich konnte da alles zeigen, was ich trainiert habe im Sommer. Und dann ich wusste, ja, sicher für einen Saisonstart, wenn du gesund bleibst, ist viel möglich. Der Saisonstart für die Biathleten wird ja in Östersund sein, in Schweden. Nachher geht es direkt weiter auf Pokljuka, Slowenien. Ihr seid dabei. Seht ihr das als eine Belohnung an? Oh, wir werden nachher noch reden, auch ein Weg zurück ist lang gewesen. Kribbelt es schon so für die ersten Wettkämpfe zurück auf der Weltcup-Bühne? Ja, definitiv. Also, Weltcup ist immer etwas ganz Grosses und ich bin da, das Ziel von mir ist eigentlich wirklich da locker zu bleiben jetzt und das Rennen auch wie jedes andere auch, weil grundsätzlich geht es gleich immer nur um Schnellläufen und Schiessen, ganz egal wie viel Trubel rundum ist. Und Belohnung, ja, schwierig zu sagen. Also grundsätzlich habe ich immer an mich geglaubt in dem Sinn und habe eigentlich meinen Weg einfach weitergemacht und sicher auch noch mal viel gelernt über mich selber. Und von dem her ist es super, dass es jetzt aufgeht, aber ich würde sagen, ich wäre auch glücklich gewesen, mein Bild zu geben. Also es ist
wenn man gute Rennen zeigt und überall eigentlich seine Arbeitsaufgaben umsetzt, kommt es eigentlich nachher meistens gut. Ja. Kurz zur Erklärung, Weltcup im Biathlon, natürlich die Oberstufe, da wird Ladina Meyerhugen der über Start in Schweden. Dann gibt es den sogenannten IBU-Cup, das wäre dann die zweithöchste Stufe. Florina, vor einem Jahr, kann man sagen, ist die Gefühlslage eigentlich für alle zwei noch anders gewesen. Ihr habt auch auf Kästen eurer Teamkollegin können qualifizieren für die WM in Finnland. Nachher ist Ladina zurückgestuft worden, oder Truskit in unserem nationalen Kader, zurück ins Regionalkader. Ihr habt auch einen Platz können behalten. Was bedeutet das für eine Länge, eine gute Freundschaft, wie sie so ihr zwei pflegen? Wenn man sieht, dass die Kollegin, Konkurrentin aus dem Kader rauskommt und ihr auf der lachenden Seite seid. Ja, also die Ladina hat mir sicher eins gefällt. Also ja, als ich erfahren habe, dass sie rauskommt, bin ich sehr traurig gewesen. Aber schlussendlich, eben, im Sport geht man China weg. Und für unsere Freundschaft hat das überhaupt keinen Einfluss, weil wir kennen ihn schon ewig. Und wir sind so eng und ja, mich tut fast, wir sind fast nur enger zusammengekriegt, weil man halt gesehen hat, dass wir wirklich in jeder Situation füreinander da sind. Und ja, es ist auch interessant, sie eben zu hören, was die Ladina so macht im Sommer und von Norwegen und Tipps. Und ich konnte ihr sagen, was wir machen. Und dann, ja, es war ein interessanter Austausch gewesen. Hat jetzt sehr positiv getan von der Florina. Gleiche Frage auch. Freundschaft, eine lange Freundschaft und die Konkurrenz im Sport, wie verträgt sich das? Also ich sage, wir wissen ganz genau, dass es schlussendlich ein Einzelsport ist und wir machen unseren Job, weil nachher auf der Loipe nachher bist du allein. Aber das tut unsere Freundschaft überhaupt keinen Abbruch, im Gegenteil. Also sie macht mich stark, ich probiere ihr zu helfen, wo ich kann und durch Austausch von Erfahrungen und Unterstützungen kommt das schlussendlich auch wieder ins Gehör, was uns hilft im Wettkampf. Also es ist, wir haben so viel Spass untereinander und ich wollte das auch noch mal raus haben. Der Spass ist brutal wichtig in diesem Business, das ist sonst schon genug hart. Und also mir würde etwas Riesiges fehlen, wenn sie nicht da wäre. Ja. Also ich denke, Konkurrenz und Freundschaft können wir da wunderbar trennen. Ich mag sie ihr von Herzen gönnen, wenn es ihr gut geht und ich weiss genauso, dass es umgekehrt ist. Und von dem her ist Konkurrenz vielleicht sicher, auf dem Blatt Resultat sind wir nachher Konkurrenz, aber es ist zwischenmenschlich eigentlich nicht. die WM, Florina, in Finnland im Winter 15-16, aber ihr auch konntet qualifizieren, Ladina knapp, aber nicht. Ist das, wenn ihr auch die ganze Jahre im Biathlon jetzt nicht zurück anschauen, also etwas oder Höhepunkt gewesen, für euch persönlich? Ja, das kann man schon so sagen, weil in dem Winter, wo die WM war, in Finnland, ist es mir sowieso schon viel besser gelaufen, als ich mir überhaupt träumen konnte. Und ich habe viele neue Erfahrungen gemacht und an viele Orte gehen können. Und dann eben als quasi Höhepunkt auch noch an die WM gehen, das war schon unglaublich gewesen. Auch wenn die Rennen nicht so ganz nach meiner Vorstellung sind gelaufen, war es ja eine Hammer-Erfahrung gewesen. Was nehmt ihr vielleicht mit von so einer WM? Auch wenn ihr sagt, das Resultat eben so lala. Was ist geblieben? Ja, also zuerst einmal ist die Stimmung unglaublich. Und ja, die ganzen Leute und die Begeisterung und das Feier, das ist richtig ansteckend. Und, aber schlussendlich habe ich gemerkt, dass es, obwohl es eine WM ist, das Rennen ist genau gleich. Schnell laufen, gut schiessen und ja, egal, ob jetzt das ein Grossanlass ist oder ein Swiss Cup, ja, man macht genau das Gleiche und probiert ja, seine Aufgabe richtig und gut zu machen. Wenn wir schon reden von Aufgabe richtig und gut zu machen, wir haben es vorhin schon mal angestreift, ihr seid nach der Saison 14-15 mit vielen Auf und Ab, seid ihr rausgekommen in unserem Kader. Mhm. Swisski hat zurückgestuft in einen Regionalverband. Wir haben euch schon darüber geredet, ihr seid jetzt wohl zwischen Aufhören, ja, die Sportwelt verlassen oder doch kämpferisch bleiben und weitermachen. Genau. Das Jahr in der, ich sage jetzt einmal, Anonymität vom Regionalkader, wie war das? Also, ich muss sagen, am Anfang ist es schon, ich war einfach enttäuscht gewesen, grundsätzlich, weil ich das für mich auch nicht ganz verstehen konnte. Und kann dann auf grossen Rückhalt von Raul Volken und auch von Peter von Almen erzählen, die wirklich, die ich gespürt habe, die glauben an mich und die sind bereit, mich zu unterstützen.
Und das ist schon mal ein erster Schritt eigentlich dann wieder in die sportliche Richtung gewesen. Sobald du von aussen an irgendwo ein Feedback kriegst, mal komm, schnutz früher zum Aufhören. Und dann habe ich nur eben das Telefonat von Norwegen gekriegt, wo gesagt haben, ich kann im Sommer einen Brief kommen, 3 Monate. Und dann ist für mich eigentlich plötzlich auch ganz klar gewesen, also ich habe den Weg wieder gesehen und die Möglichkeit, um alles woanders zu trainieren und andere Leute und eine andere Trainingsphilosophie kennenzulernen. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, probiere. Und dann gibt es einfach eine Saison, wo nachher entscheidet über ja, Glück oder nicht Glück. Und dann ist es aufgegangen. Oder sie oder nicht sie. Sie oder nicht sie, genau. Und dann ist es aufgegangen. Würde ich das dann heute nur mal gleich entscheiden? Sagen, doch, ich fahre weiter. Weil ihr seid ja doch verhältnismäßig weit zurück. Ja, also es ist natürlich einfach, eine Entscheidung nochmal anzuschauen, wenn man nachher weiss, wie es rauskommt. Und ich würde es definitiv nochmal gleich machen, weil es ist aufgegangen. Aber ich sage, es hätte euch anders gekommen. Also definitiv. Aber so, wie es natürlich jetzt aussieht, habe ich wieder einen Fortschritt gemacht und mich weiterentwickelt und bin besser geworden und habe viele, viele tolle, coole Sachen mit der Florina oder mit anderen erleben und eine super Zeit gehabt. Das werde ich auf gar keinen Fall missen. Und auch Norwegen hat mir auch gut getan. Also, das war wirklich super gewesen. Habt ihr das Gefühl, ihr habt vorher das Wort Spass mal ins Spiel gebracht, dass ihr jetzt in diesem Jahr weg vom Weltcup, weg vom IBU-Cup, dass ihr vielleicht jetzt noch mehr Spass und Freude habt am Biathlon vor? Hat das Jahr vielleicht, was das angeht, auch gut getan? Ja, definitiv. Also, was ich sagen muss, ist, der Raul ist jemand, wo immer in meinem Rücken steht und von dem her mir immer schon hat gezeigt, das Wichtigste an diesem Sport ist der Spass und der darf man niemals verlieren. Und durch das, dass ich nachher wie so ein bisschen meine eigenen Leader war, habe ich halt schon geschaut, dass es sicher nicht zu kurz kommt. Und auch mit dem Raul trainiert, mit den Norwegern und auch Gaudi, ich war dann mal ein bisschen weg von dem, sage ich mal, Druck von Swissi natürlich, der auch in einem Trainingslager irgendwo halt immer ist. Und durch das, ja, habe ich ein bisschen gelernt, dass eben das sicher das ganz wichtige Faktor ist, wo man nie einen Rennen und überhaupt nie im Training darf verlieren und sonst macht man etwas falsch. Ihr, Florina, hättet auch gerne wieder den Spass bei der Ausübung von AV im Sport. Aber es gibt ja ein Fakt, dass halt Natur dann doch irgendetwas stärker ist als der Mensch. Und das gibt ja unserem GOMS, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, mit der Patricia Josch ja noch, ein Biathlon-Beispiel, das lange gekämpft hat mit der Gesundheit und der ist zurückgetreten. Also das Zusammenspiel, Florina, Mensch, Körper, was habt ihr da gelernt in den letzten Monaten? Ja, sehr viel. Also ich war schon immer ein Gespürige gewesen eigentlich, aber jetzt die letzten 2 Monate habe ich fest müssen lernen, dass ich auf das Gespür hören muss und vor allem auch ja, auf das kann vertrauen und muss vertrauen. Und aber wenn der Körper sagt, dass er Ruhe braucht, dann braucht er wirklich, weil ich bewege mich extrem gerne und wenn es nur irgendwie geht, dann mache ich das auch. Und jetzt, aber die letzten Monate, habe ich wirklich fest müssen zurückschreiben und das war nicht so einfach gewesen. Aber jetzt ja, würde es mehr schaden als sonst etwas. Und ich weiss auch, dass wenn ich gesund bin und erholt, dass sie dann nicht lange brauchen, um wieder in Form zu kommen. Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt die Zeit jetzt unter anderem genutzt, um zum Beispiel beim Thema Gewehr zu widmen, das Material mal anzuschauen. Hat es sonst noch andere Elemente gegeben, die ihr jetzt einmal neu reingenommen habt? Das könnte Trainingselemente sein, das könnte mentale Elemente sein, die ihr vorher vielleicht die Zeit nicht hatte oder wann ihr nicht drauf gekommen seid? Ja, also ich habe schon immer mal gedacht, ich wollte mal ausprobieren, Yoga zu machen. Mhm. Und tatsächlich habe ich in letzter Zeit sehr viel Yoga gemacht, weil ich halt einfach mich wenigstens ein bisschen bewegen und ja, ein bisschen etwas machen. Und dann habe ich einfach, ja, einfach Yoga Sequenzen uns so gesucht und die gemacht und ich muss sagen, es hat mir eins gut euch zum einfach einen Brief fahren, weil vor allem am Anfang, wo ich erfahren habe, dass ich eben während der Saisonanfang verpasse, bin ich extrem angespannt gewesen und habe mich ziemlich unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, ja, jetzt eine Woche erholen und dann ist wieder gut. Und dann aber ist es eine Woche vorbei gewesen und es war immer noch nicht gut gewesen und dann habe ich mir müssen sagen, okay Flo, jetzt fahrst du einen Brief, jetzt ja, schaffst du an dem, was du kannst. Und da hat mir so Sachen geholfen, die mich ja, wie ein bisschen beruhigt haben und mir haben geholfen, mir Zeit zu geben. Also über Saisonziel mit Florina Volker können wir noch nicht gross reden. Auch das Ziel ist jetzt einfach mal
gesund zu werden und wieder zurückzukommen. Mit dem können wir es machen, aber jetzt Schweden und Slowenien stehen vor der Tür. Die dir konkret über Saisonziel persönlich reden oder sagen dir, mich interessiert es nicht, ich bin froh, bin ich wieder da drin? Das ist schwierig zu sagen. Also klar nimmt man sich so ein bisschen vor, wo man sich sieht und vor allem auch, was halt die Testrennen und Selektionsrennen so ein bisschen zu uns sagen, dass man sicher in Form ist und das will man auch unbedingt umsetzen. Also mein Ziel ist eigentlich, das Beste geben in jedem Rennen. Und das umsetzen, was ich mir vorgenommen habe und dabei locker bleiben. Grundsätzlich sozusagen. Rangmässig oder eventmässig ist das schwierig, weil es so schnell ändern und vor allem nach dieser Saison, wo eben 14-15, wo so viel passiert ist, was ich in dem Sinne noch nicht erwartet habe, bin ich heute ein bisschen vorsichtiger geworden und nehme es wirklich vorzu weg und ohne fest zu planen. Ja, aber grundsätzlich sage ich mal, sicher im Sprint Top 60 zu erreichen, für nachher im Verfolger zu starten. Ja. Aber mehr, wie gesagt, ja, mehr ist schwierig zu sagen. Was habt ihr das Gefühl, was ist eure größte Waffe? Der auf dem Rick. Nein. was ist meine größte Waffe? Das ist sicher ein unbändiger Ehrgeiz. Dass ich aus jedem Rennen will das Beste rausholen will. Und ich bin, also das ist zum Teil auch ein bisschen gefährlich. Das ist Waffe und nicht Waffe. Das ist, wie viele Sportler probiert man den vielleicht fast, verkrampft man dabei oder wird zu viel von dem. Und andererseits ist es etwas, das einem immer vorantreibt und eben auch genau etwas, das im Rennen einen antreibt, immer das Beste zu geben. Ich denke, das bringt mich vorwärts. Wir sind schon fast am Schluss von unserer Sendung WB Stammtisch. Eine praktische Frage an beide noch. Ich kann vorstellen, machen wir in Antholz, bekannte Biathlon-Station. 10'000 Zuschauer sind da. Ihr seid gut im Rennen, kommen zum Skistand. Was geht in euch vor? Für euch im Moment, ihr könnt es jetzt nicht machen, nicht erleben, um vielleicht euch zu zeigen, wie ihr als Sportler tickt. Macht ihr das ruhig? Kommt ihr nervös an einen Skistand? Dir mal den Moment so beschreiben. Ja, also am Skistand selber ist man eigentlich nicht mehr so nervös, weil man ist dann so fest im Rennen und wie in seiner eigenen Blase. Also ja, so war auch der Idealfall, weil wenn man zu nervös ist und alles rundum wahrnimmt, dann kommt es ein bisschen weniger gut. Und die Realität? Nein, aber ja, normalerweise kommt man und man weiß genau, wie der Ablauf aussieht und was seine Aufgabe ist. Und im Kopf hat man eigentlich nicht so viel, außer dass man Schuss für Schuss macht und die Sachen umsetzt, wo man weiss, wie man machen, dass es Treffer gibt. Das ist jetzt so, mir überkommen, als wäre es, ihr wäret eher die Riewigere, wenn ihr zum Skistand kommt. Stimmt das oder nicht? Ja, meistens schon. Aber es gibt natürlich schon so Momente, wie zum Beispiel in einer Staffel, wenn man zum zweiten Schiessen kommt. Und gerade in Antholz habe ich ja die Erfahrung gemacht, wo wir sehr gut drin waren. Und ich bin als letzte Läuferin ans letzte Schiessen gekommen. Und es hat fest gewindet. Und irgendwie ist es mir aber dann gleich gelungen, um nicht nervös zu kommen und mein Ding zu machen. Und das funktioniert wirklich gut. Aber in so einem Moment, wo man dann eben 3 Nachlader braucht, für 3 Fehler, die man unbedingt treffen muss, da wird man dann schon ein bisschen nervös. Das ist dann schwierig, zum ruhig zu bleiben. Haben wir mit Antol sogar noch ein gutes Beispiel genommen. Ja. Wenn Lavina Meier an den Skistand kommt, dann was? Die Ruhe selbst oder Hyper? Weder noch. Also eigentlich, da ich meistens schnell starte, habe ich meistens ein wenig Sauerstoff im Kopf vor mir und torkelt eigentlich mehr oder weniger in eine Schierstände. Und dann schiesse ich einfach, weil ich so ein bisschen, durch das, dass ich relativ schnell starte, wie gesagt, bin ich meistens eigentlich so geflasht noch von der Runde, dass ich einfach mal anblicke und dann schiesse, was nicht unbedingt das Dummste ist, weil dann mache ich mir nicht zu viel Gedanken und verkrampfe mich nicht. Aber ich schnüffe relativ schnell. Aber eigentlich, oder das nehme ich mir sehr vor, habe ich wie so einen Anker, den ich mir aufgebaut habe, dass wenn ich in einen Skistand einläufe, also habe ich einen Gedanken, der mich entspannt,
Und das ist eigentlich 100-mal so durch, 1000-mal so durchgespielt vorher. Und dann sollte ich mich entspannen. Und nachher schiesse ich nur Schuss für Schuss und werde ganz locker und ganz ruhig und ganz entspannt. Das ist eigentlich das Ziel vom Ganzen. Dass man wirklich keine Spannung, keine Verkrampfung auf dem Körper drauf hat, wenn man die Schieße abgibt. Ich hoffe, weil ihr setzt das so um, im Weltcup-Start in Skandinavien. Und auch Florina Volk bleiben ist nichts anderes zu wünschen als eine gute Besserung. Ja, und dass ihr euch bald wieder kennt. Und auch geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, merci für das Zuschauen bei einer weiteren sportlichen Ausgabe vom WB Stammtisch.